Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute stelle ich euch mal mein neues Arbeitsgerät vor. Nachdem mein Einachser leider so langsam anfängt zu schwächeln und dauernd was kaputt geht, habe ich Ausschau gehalten nach einem Ersatz, der auch nicht so teuer sein durfte, und bin in einer Nachbargemeinde auf den Hagotrag gestoßen. Aber jetzt noch mal kurz zurück zum Einachser. Ich hatte den ja Ende Februar, Anfang März gekauft für unser Selbstversorgerprojekt. Ich musste mir aber eingestehen, das ist eine Maschine, die ist über 60 Jahre alt und die ist nicht mehr geeignet für den harten Arbeitseinsatz. Mir ging in der letzten Zeit dauernd was kaputt. Die letzte Aktion war, da ist ein ganz dickes Rundstahl, an dem die Motorhaube und das Frontgewicht befestigt ist, auf der Landstraße abgebrochen, und dann lag quasi die Motorhaube und das ganze Gelasch, was da angeschraubt war, lag auf der Landstraße, und ja, ich musste es einsammeln. Dann ist die Kurbel, die Halterung der Kurbel ist, ja, die hat sich in mehrere Teile aufgelöst, die hat nicht mehr funktioniert. Dann hatte ich Startprobleme, das heißt, die Maschine ist nicht mehr richtig angesprungen. Da war die Zündkerze dauernd schwarz und. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir jetzt eingestanden, die Maschine ist zu alt für den Arbeitseinsatz, und die werde ich jetzt nur noch nutzen, für die Kartoffeln hier zu häufeln. Der Kartoffelhäufler ist nicht mehr krumm, der ist jetzt gerade. Ein Bekannter hat mir den Kartoffelhäufler gerichtet, das heißt, zum Kartoffelhäufeln wird er jetzt noch genutzt. Und dann suche ich mir nach und nach für den Hakko die Anbaugeräte, die ich benötige. Hier haben wir einen Hakko-Truck 2750 DA. D steht für sehr wahrscheinlich Diesel, weil es gibt auch welche mit Benzinmotor. A steht für Allrad. Er hat 26 PS, hat einen Dreizylinder-Dieselmotor mit 1,4 Liter Hubraum. Der Hersteller vom Motor ist Yanmar, das ist ein japanischer Hersteller. Der Hagotrag 2750 DA hat ein sogenanntes Powershift-Getriebe. Das ist quasi ja, teilautomatisch. Wir haben hier einen Hebel, an dem können wir zwei Vorwärtsgänge und den Rückwärtsgang wählen. Wir können quasi beim Vorwärtsfahren einfach den Hebel nach hinten in den Rückwärtsgang ziehen, und da fährt das Fahrzeug sofort rückwärts, ohne dass wir eine Kupplung treten müssen. Haben als Vorwahl hier unten nochmal einen Hebel. Da haben wir nochmal drei Gänge, drei Geschwindigkeitsstufen und einen Kriechgang. Das heißt, wir haben dreimal zwei Vorwärtsgänge, und im Rückwärtsgang können wir hier auch drei Stufen und einen Kriechgang vorwählen. Hier unten haben wir noch einen Hebel für den Allrad zuzuschalten und drüben ein Pedal für im Notfall dann auch die Differentialsperre noch zuzuschalten. Die wird mit dem Fuß zugeschaltet. Er hat eine Heckhydraulik und eine Fronthydraulik, auch mit hydraulischen Anschlüssen vorne und hinten, zum Beispiel für Anbaugeräte oder für einen Kipperanhänger. Die Anschlüsse der Hydraulik hier hinten ist Cut 1, also vom Durchmesser her, aber von der Breite eingeschränkt. Das heißt, wenn man Cut-1-Geräte benutzen will, muss man vorher messen, ob das auch wirklich passt. Bei einigen kann man die Bolzen nach innen schrauben, und dann ist es kein Problem, die Geräte an den Hagotrag anzuschließen. Was ich so richtig feiere, ist die Kabine. Das ist echt eine feine Sache. Und die Kabine hat sogar eine Lüftung und eine Heizung. Also wird es einem im Winter nicht mal kalt, wenn man mit dem Hagotrag unterwegs ist.
trotz den vielen Möglichkeiten und Vorteilen gibt es leider auch Nachteile. Aber genau wegen diesen Nachteilen habe ich das Fahrzeug sehr, sehr günstig bekommen. Es gibt halt einige Mängel, was das Fahrzeug noch hat. Die Vorbesitzer haben dieses Fahrzeug nicht gepflegt. Es wurde zwar regelmäßig gewartet, also Ölservice und so weiter, alles gut. Letztes Jahr kam auch, da habe ich auch Rechnungen dazu, fast ein neuer Kabelbaum rein, weil es da Probleme mit der Elektrik gab. Also gewartet wurde das Fahrzeug und der ist auch motorgetriebemäßig, was, wie ich das beurteilen kann, in einem Top-Zustand. Nur das Ganze drumherum wurde halt nicht gepflegt. Der wurde im Winterdienst genutzt und ich gehe davon aus, so wie das hier überall aussieht, auch sehr, sehr selten geputzt und gereinigt. Der wurde im Winterdienst genutzt und durch das Salz gibt es halt überall Rost. Also wir haben hier an den Kotflügeln, seht ihr ja, überall Rost. Die Kotflügel, die vorderen, die sind beide ziemlich lose. Also die sind schon halb weggefault, die müssen geschweißt werden. Die größte Roststelle ist unter der Kabine und zwar sind beide Bodenbleche, die sind durchgefault, die müssen komplett neu gemacht werden. Ich vermute, das ist wegen Winterdienst. Durch das Salz irgendwie hat das alles korrodiert. Dann haben wir am Auspuff der Verbindungsschlauch zwischen Krümmer und Schalldämpfer, der ist abgerissen. Deswegen ist das auch hier neben alles schwarz. Das scheint schon ziemlich lange so zu sein, dass der daneben abbläst. Ja, und dann braucht das Fahrzeug neue Reifen. Die Reifen, die sind platt, die sind ziemlich runtergefahren. Vielleicht auch deshalb schneller runtergefahren, weil es war viel zu viel Luftdruck drauf. Ich habe mir ein Serviceheft für das Fahrzeug organisiert und da stand zum Beispiel bei den Hinterreifen stand ein Luftdruck von 1,4 Bar und da waren 2,5 drauf. Der ist auch sehr gesprungen, als ich mit dem am Anfang gefahren bin und das hat mich auch gewundert und das war, weil einfach viel zu viel Luft auf den Reifen war. Aber das habe ich schon korrigiert und ich werde jetzt demnächst drangehen und werde ihn zuerst mal teilzerlegen und mal alles richtig sauber machen, mal jede Ecke sauber machen. Ah, was mir noch einfällt, das Dach kann man anheben im Sommer für Frischluft. Leider sind die Stoßdämpfer defekt. Das heißt, das Dach hält nicht mehr oben. Die muss ich auch tauschen. Aber wie gesagt, ich werde demnächst loslegen, werden mal ein bisschen auseinanderbauen, mal alles sauber machen und dann auch dran gehen und da neue Bodenbleche reinschweißen und die Kotflügel wieder anschweißen. Dann kommen irgendwann neue Reifen drauf und dann haben wir eine Top-Maschine. Falls ihr noch Ideen und Anregungen zu meinem neuen Hakko-Truck habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wenn ich euch mitnehmen soll beim Restaurieren und Reparieren, mit Videos mitnehmen soll, schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Da habe ich nämlich voll Bock drauf, da alles videomäßig festzuhalten. So, und jetzt muss ich mich noch um meinen Garten kümmern. Heute scheint schon den ganzen Tag die Sonne. Es ist alles trocken. Ich muss noch komplett alles gießen. Schön, dass ihr dabei wart und euch mit mir meinen neuen Hakko-Truck angeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.